So, ich habe mich jetzt mal entschieden, eine kleine Serie zu starten mit einem neuen Melee-Projekt, also Nahkampf. Und zwar will ich Glacial Hammer, Hardcore, Solo, Cypher und mindestens die Kampagne durchspielen. Und ja, ich werde immer wieder kleine Updates und Einblicke geben und vielleicht hilft es dem ein oder anderen Einsteiger, der irgendwie neu im Spiel ist und Even death versucht, gives no Nahkampf solace in zu this machen. Wieso tortured Glacial Hammer? land. Einfach weil ich Bock drauf habe. Ist weder besonders gut noch irgendwie. Es gibt keinen anderen Grund, außer dass mir der Grafikeffekt des Einfrieren gefällt. Um den Skill früh verwenden zu können, starte ich mit einem. Mit einem Templer, weil der den Skill auf Level 1 schon bekommt. Und werde das Ganze dann mit einem Duellist übernehmen. Jetzt zum ersten Gebiet mache ich eigentlich nichts außer den Boss suchen und den dann besiegen. Da gibt es eine Taktik: immer schön im Kreis rumlaufen. Dann ist das eigentlich kein Problem. Jetzt haben wir einmal daneben geschlagen. Irgendwann frieren wir ihn vielleicht auch mal ein. Ja. Aber es ist nicht sehr lange die Einfrierdauer. Aber ja, ihr seht, das ist relativ harmlos, wenn man hier immer schön im Kreis rumläuft. My mana is spent. Dann kann der einem eigentlich nichts. Wir haben, glaube ich, so eine 15%ige Chance, ihn einzufrieren. Das haben wir jetzt doch ein paar Mal gut getroffen. Dann sammeln wir das ganze Zeug ein. So. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier mitnehmen können, bevor wir dann einen Charaktertransfer machen. I know you. Lionize what? Take care. Und zwar kriegen wir hier irgendwelche Belohnungen. Fine work with Hill. Smite ist eigentlich auch ziemlich cool. Könnte ich auch mal einen Playthrough machen. Ansonsten brauchen wir nichts davon. Ich nehme mal Smite, weil es ziemlich cool ist. Werde es aber nicht verwenden. Dann verkaufen wir den ganzen Kram hier und bekommen ein bisschen Ressourcen. God hasn't abandoned us. Ein komplett neuer Char. Also da ist gar nichts drauf und wie gesagt Hardcore Solo Self-Found. Smite nehme ich mal hier rüber. Und dann würde ich diese Sachen abgeben. Und die Sachen. Dann logge ich mich wieder aus und gehe jetzt in meinen Hauptchar, den ich vorhabe zu spielen. Den habe ich jetzt bis auf Level 5 gespielt. Mit Ruthless und Molten Strike und halt einfach dem Kram, den ich so unterwegs gefunden habe. Zeige ich mal kurz. Also ich habe die ersten zwei Quests gemacht hier. Können wir noch eins zuvor. Genau, ich habe hier zwei Möglichkeiten. Einmal Mudflats und einmal hier diese Küste. Tidal Island. Die habe ich beide gemacht. Wie sich der Char generell spielt, ist es eigentlich am Anfang egal, was ihr nehmt für die ersten Level. Aber ich habe halt Bock auf Glacial Hammer. Ihr könntet aber genauso gut easy mit Molten Strike spielen. Oder mit jedem anderen Skill. Ich hätte vielleicht einen Reset machen sollen. Zeige ich mal, wie das läuft. Also wenn ihr Control gedrückt halt, dann könnt ihr einfach die Area resetten. Jetzt sind alle Monster wieder da. Kann das hier locker am Anfang auch Molten Strike oder irgendwas anderem spielen. Das ist völlig egal. So, aber wir wollen ja Glacial Hammer spielen. Und ja, mein Passivbaum, da habe ich mir noch nicht so viel drüber Gedanken gemacht. Außer ich will ein bisschen auf Attack Speed gehen. Und natürlich dann auf diese ganzen Strike-Range-Sachen und so weiter.
dass ich da halt mehr Reichweite habe und solche Geschichten. Ja, das auf jeden Fall. Und Zweihandwaffen, weil ich gleichzeitig auch noch stunnen will. Also stunnen und einfrieren finde ich für Hardcore eigentlich so eine ganz coole Idee. So, jetzt können wir mal hier Glacial Hammer nehmen. Das Elemental Profilation werden wir wahrscheinlich nicht nehmen. Das können wir hier wegschmeißen. Und den können wir noch nehmen. Hello. Und jetzt können wir hier den Trank aufwerten. Drei God Stück. Hasn't abandoned us. Gibt einen besseren Trank. Wir könnten auch noch einen zweiten Mana-Flask dazu nehmen. Geschwindigkeitsflask. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das Setup hier machen. Als erstes verkaufen wir mal alles, was wir nicht benutzen würden. Kriegen ein bisschen Ressourcen dazu. Und die Portal Scrolls. Die würden wir auch nehmen. Also haben wir jetzt 7 Scrolls of Wisdoms. Jo. Genau. Smite wäre auch eine Idee, aber ich habe tatsächlich mehr Lust auf Glacial Hammer. Einen zweiten Ring könnten wir uns zulegen. Schauen wir mal, ob was Schönes dabei ist. Eigentlich jetzt nicht wirklich. Die ganzen blauen Ringe können wir uns nicht leisten. Aber was wir nehmen auf jeden Fall ist hier Physical Damage 24%. Weil Glacial Hammer konvertiert zwar unser 100% unseres physischen Schaden in Cold Damage, aber es wirken zuerst die 24% und dann wird es konvertiert. Dann skimmen wir mal um. Das sind natürlich jetzt hier keine günstigen Links. Deswegen schauen wir jetzt erstmal, was der Händler hier hat. Hat der was für uns? Wo zwei rote? Sonst müssen wir es anders hier oben, darüber können wir es regeln. Also Glacial Hammer, Chance to Bleed und dann am besten eine Zweihandwaffe. Und es muss ein Mace oder Hammer oder sowas in der Richtung sein. Eine Axt geht nicht. Ja, ist jetzt nicht gut. Aber nehmen wir mal. Wir könnten jetzt natürlich auch am Anfang hier mit Elemental Profilation spielen statt Ruthless. Aber lassen wir es erstmal so. Stay sharp out there. Hello. So, falls wir sterben zum Nachleveln, parken wir mal die Waffe hier. Die ist eigentlich nicht schlecht für den Anfang. Ja, und jetzt gucken wir doch einfach nochmal. Wie sich das so am Anfang spielt. Ist jetzt ganz der Anfang vom Game, Level 5. Wir haben ja zum einen den Protector, der uns ein bisschen Gegner vom Leib hält und unsere Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Und selber greifen wir hier mit diesem, ja, meiner Meinung nach sehr schönen Glacial Hammer an. Also so dieser Effekt gefällt mir einfach, deswegen spiele ich das. My spirit is spent. Ja. Und der Anfang ist vielleicht ein bisschen zäh, aber es wird dann relativ schnell ins Rollen kommen. Selbstmordviecher. Jetzt gibt's gleich ein Level Up. Ja, also der Grund, wieso ich hier diesen Skillspiel ist halt, weil mir der Effekt gefällt. Das ist schon alles. Und ich werde immer mal wieder schauen,
Oder Updates geben. Ups, das war aber knapp. Ungünstig hier. Keine gute Stelle hier mit den Fernkämpfern hintereinander. Aber wir können es taktisch lösen. Ja, ich gehe nochmal mehr Attack Speed. Da wir zwei Handwaffen haben, brauchen wir immer mehr Attack Speed. Den Helm kann ich jetzt in dem Fall nicht austauschen, weil ich die Links brauche. Ja, und dann werden wir uns jetzt hier mal vorarbeiten. Und dann gibt es immer wieder Updates. Die Frage ist, habe ich eigentlich meinen Movement-Skill? Ich glaube ja, nur nicht angelegt. Wobei hier ist kein Movement-Skill. Aber hier wäre er gewesen, ja. Und jetzt hauen wir uns hier so durch. Ja, und das nächste Update gibt es dann, wenn es irgendwie Sinn macht, ein Update rauszuhauen. Bis dann.